Hey yo, was geht ab meine Freunde? Patrick hier am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Ham TV. Und Freunde, heute haben wir wieder ein weiteres Fußballspiel von uns für euch. Und zwar haben wir ein weiteres Freundschaftsspiel und zwar gegen eine andere Kreisligamannschaft namens Pleit. Ja, erst einmal vielen Dank für euren Support auf dem letzten Video, Freunde. Richtig geil. Fast 7000 Likes zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier editiere. Heute ist Dienstag. Das Video ist jetzt, Stand jetzt, wo ich das Video hier mache, 2 Tage online und ihr habt schon fast 7000 Likes rausgehauen. Danke dafür. Freut uns wirklich, dass das so gut wieder bei euch ankommt, denn es muss sich jetzt natürlich erstmal wieder rumsprechen, dass die Spiele jetzt wieder kommen und so weiter. Wir haben das schon gemerkt. War ja so ein kleines Sommerloch. Und ja, deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt, dass jetzt endlich wieder die Kreisliga-Videos am Start sind. Und ja, auf diesem Video hier natürlich einen Daumen nach oben raushaut. Ich sag mal, wenn wir nochmal an die 10.000 Likes rankommen könnten, das wäre echt top, Freunde. Und ganz wichtig, folgt uns auf Social Media, denn es sind so viele Freundschaftsspiele, die wir jetzt haben. Und ich denke, wir werden hier und da auch mehr als ein Video pro Woche raushauen, denn ja, wir hatten dieses Pleitspiel, das hatten wir jetzt auch schon, wo ich das Video hier kommentiere, ist ja logisch. Und am Tag danach haben wir gegen ja, eine andere Mannschaft gespielt, wo ein Abonnent sogar mitgekickt hat. Das Video wird auch noch demnächst kommen, also folgt uns auf Social Media, um nichts zu verpassen, Freunde. Ja, und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch gleich ein. Ihr könnt es sehen, ich habe unser Merch an hier, ein Teil davon. Wenn ihr neu dabei seid, Freunde, dann könnt ihr gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr euch Merch gönnen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Könnt ihr gerne machen. Support ist kein Mord, müsst ihr natürlich nicht. Ihr wisst Bescheid, ich wollte euch nur darauf hinweisen. Ja, und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein in das Spiel gegen Pleit. Ich werde das Ganze kommentieren und wir schauen jetzt mal, wie wir angefangen haben, mit welcher Startausstellung und was wir da machen können. Also viel Spaß mit dem Video. So, liebe Sportskameraden, hier sind wir auch schon am Platz und schlagen ein mit dem Gegner. Wir, die Erlinger Jungs in den roten Trikots und die Jungs aus Pleit in den dunkelblauen. Ja, schauen wir mal auf die Startausstellung, wie wir hier anfangen, Freunde. Im Tor der Meti, rechts der Silvan, dann in der Mitte Alex und Dodo, links der Jones, davor dann links der Lars, in der Mitte Atze und Matsche, rechts der Phil und im Sturm der Max mit meiner Wenigkeit. Ja, so sieht das Ganze aus. Eine Bank haben wir jetzt nicht, weil wir in der Vorbereitung wirklich blind durchwechseln, werdet ihr gleich auch noch sehen. Und ja, dann ist das Spiel losgegangen. Ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr so für Verbesserungsvorschläge habt für die Saisonspiele. Klar, dann gibt es auch wieder eine Bank und so weiter und eine Tabelle. Ja, aber das hier ist ein Vorbereitungsspiel. Wir hatten eine echt schwere Trainingswoche in den Knochen. Ich glaube, das Spiel hier war ein Freitagabend, genau. Und ja, in dem Training davor haben wir auch Sprints gemacht und ja, Treppenläufe und so weiter. Also war alles mit dabei, was man so haben braucht in der Kreisliga. Und ja, hier in der ersten Minute geht es direkt ein bisschen hin und her. Der Max spielt hier einen hohen Ball auf den Lars. Der kommt per Kopf dran, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber der Schiedsrichter hat irgendwie abgepfiffen, der hat irgendwas gesehen. So, 6. Spielminute. Hier ist der Silvan, der schaltet sich ins Offensivspiel mit ein. Und wieder ist der Lars im Fokus. Wird hier geschickt, ist ja feilschnell, aber kommt dann nicht ganz an den Ball dran und die Chance verpufft. Anschließend waren mal die Pleiter-Jungs hier am Start. Die wollen auch mal offensiv ein paar Akzente setzen. Das klappt hier nicht so ganz, aber merkt euch mal diese Situation hier. Irgendwie kann der Spieler den Ball hier flanken und jetzt, pass auf, was passiert? Der Ball kullert am Tor vorbei, Gott sei Dank. So, dann die 10. Spielminute. Hier ist der Jonas am Ball. Er sieht den Max diagonal hier. Spielt einen wunderbaren Pass. Was macht der Max? Ich laufe in der Mitte ein. Ich warte auf die Flanke, aber leider rutscht er den Max über den Schlappen und geht drüber. Dann bekommen wir einen Freistoß und der Jonas wird ihn schießen. Und der Ball geht deutlich drüber und trifft das ein oder andere Reh im Wald. Ja, also Jonas, das kostet auf jeden Fall eine Kiste. Weißt du selber. Und dann das hier. Ja, ein schlimmer Fehler hier vom Phil und der wird vielleicht bestraft. Pleit hier frei vom Meti, aber der Dodo kann klären zusammen mit dem Atze hier. Und ja, die Situation ist nicht vorbei, denn jetzt kommt es zu der Szene aus dem Pre-Intro. Schaut mal rein, der Ball kommt hier zum Jonas. Sehr gut geklärt. Und dann der Jonas spielt einen schönen Ball auf dem Matsch und der direkt weiter auf mich. Und da kann man sehen, dass ich 8 Kilo abgenommen habe. Bin ein bisschen schneller geworden, aber war dann ein bisschen zu schnell für mich selber und war ein bisschen irritiert, wusste nicht, ob ich schießen soll oder doch in die Mitte spielen soll und ich verstolper den Ball, das war auf jeden Fall ziemlich dämlich, ärgere ich mich heute noch drüber, speziell, weil ja, später dann dieses Tor hier gefallen ist, das darf so nicht passieren, ich habe euch ja eben gesagt, merkt euch die Szene und ja, da müssen wir auf jeden Fall besser verteidigen, da können wir ja noch dran arbeiten, es ist ja noch die Vorbereitung, also 1:0 für Pleit.
So, dann haben wir hier den Phil am Ball und ihr könnt es sehen, ich schneide euch ein bisschen längere Sequenzen rein, dass ihr mal ein bisschen sehen könnt, wie wir das Spiel aufbauen und so weiter. Hier schließen wir mal nicht direkt ab, sondern versuchen es nochmal hinten rum. Jetzt kommt der Ball zum Atze, der hat auch viel Platz, da schießt er, das ist vollkommen in Ordnung. Geht leider drüber, aber ihr könnt es sehen, dass wir versuchen, einen geregelten Spielaufbau herzustellen. So, dann die nächste Szene, da sieht man das wieder, der Lars hat hier den Ball und wird mich jetzt die Linie runterschicken. Ich werde auch den Ball kriegen, das sieht man nicht ganz. Lass den Gegenspieler aussteigen, spiel den Ball in die Mitte und der Schiedsrichter pfeift Abseits. Und wenn ihr zurückspult, das war über einen Meter kein Abseits. Das war auf jeden Fall eine richtig krasse Chance für den Max. Und ja, könnt ihr erahnen, was da vielleicht bei rausgekommen wäre. Dann Maxi mit der nächsten Chance. Versucht mit seinem schwachen linken Fuß, den kann der Torwart super parieren. Ja, und dann nochmal Pleit hier mit diesem Schussversuch. Geht links daneben. So, dann bekommen wir den Silvan hier ins Bild und der macht das wunderbar. Da kann man sehen, dass wir versuchen, ein bisschen mehr Fußball zu spielen als letzte Saison. Der Silvan geht hier vorbei, sucht mich jetzt in der Mitte. Ich versuche jetzt irgendwie mich freizulaufen. Das klappt fast, komme nicht ganz an den Ball ran. Die Chance ist aber noch nicht vorbei. Ich lasse das ungeschnitten drinne. Vertändeln hier wieder irgendwie den Ball Ping-Pong hin und her, aber es ist noch nicht vorbei, liebe Freunde. Denn der Ball kommt zum Atze und der spielt wieder einen Diagopass. Ja, kommt auch nicht ganz an. Das ist Kreisliga, also hin und her. Und dann der Jonas mit diesem Schuss. Und das ist die zweite Kiste, denn der Ball ist auch fort. So, Phil hier. Und das ist auch kein Abseits. Ihr müsst zurückspulen. Das ist wirklich über einen Meter kein Abseits gewesen auf dem Max. Ziemlich schade. Und dann könnt ihr typisch Kreisliga sehen. Schaut mal hier auf den Torwart. Ja, wir sind in der Kreisliga und es ist die 37. Spielminute in einem Vorbereitungsspiel. Und der Torwart... Ja, manche sagen ja immer, der Meti hat wenig Luft und einen komischen Körperbau. Aber schaut euch mal diesen Torwart an. Der sieht auf jeden Fall ein bisschen sportlicher aus, aber hat auch anscheinend wenig Kondition, wenn er da schon auf Zeit spielen muss. Und eine Minute später schon wieder das Gleiche. Kriegt hier den Ball, ja, chillt da mal eine Runde. Ich habe mir nur gedacht, warum macht man sowas in einem Vorbereitungsspiel? Also, er hat auf jeden Fall die Ruhe weg und dann kam es zu dieser Szene. Wieder nur eine Minute später. Was macht der Torwart? Der hält schon wieder den Ball fest. Also, das ist mit Abstand der Torwart mit der schlechtesten Kondition, den ich jemals gesehen habe. Ich versuche da irgendwie an den Ball zu grätschen. Ihr könnt ja mal kommentieren, was dort für Worte gefallen sind zwischen dem Torhüter und mir. Ist ja vielleicht ganz lustig, wenn ihr mal den Dialog kommentiert. Und dann konnten wir endlich wieder weiter Fußball spielen, denn das ist es ja, was man in der Vorbereitung eigentlich machen will. Ja, hier kam ich nicht richtig an den Ball nach der Flanke vom Lars. Da versucht er es wieder, stürzt sich dann auf den Ball mit einer super Parade. Und ja, wir springen in die zweite Halbzeit. Super Ball hier vom Atze raus auf den Jonas. Und was macht der Jonas jetzt hier? Bringt die Flanke rein und hinten kommt der Max angeflogen. Max Class Airlines, aber der Ball geht drüber mit seinem Kopfball. Aber es sollte so weitergehen. Ja, hier auf der linken Seite wieder der Atze. Schöner langer Ball auf den jetzt eingewechselten Dennis. Und was macht der Dennis? Spielt den Ball in die Mitte zum Max und kommt nicht ganz dran. Aber im Hintergrund kommt jetzt gleich der Jonas. Er versucht es aber nicht, denn er läuft weiter nach vorne und flankt wieder rein. Da ist wieder der Max und der Max diesmal kann das besser machen. Nein, der Ball geht wieder vorbei. So, dann wurde weiter munter durchgewechselt, ihr könnt es sehen, der Dave ist jetzt auf dem Spielfeld, der ist der Spieler mit der Nummer 24, ich war glaube ich schon zu dem Zeitpunkt raus und hier ist der Jonas, versucht es ins lange Eck, aber klappt auch nicht ganz, also wir hatten richtig viele Chancen, Freunde, richtig viele Chancen, hier wieder so ein kleiner Spielaufbau, wie wir ihn betreiben und ja, man muss einfach ganz deutlich sagen, dass uns die Trainingseinheit vom Tag vorher wirklich in den Knochen gehangen hat und wir haben ein wirklich nicht so gutes Spiel geliefert, bis zu diesem Zeitpunkt hier, wo der Dave dann das Tor macht zum 1:1, verdient zum Ausgleich und von den Pleitern, da kam auch wirklich nichts mehr, also die hatten anscheinend wirklich keine Luft mehr und ja, der Dave erzielt hier sein erstes Tor, der ein oder andere hat ja kommentiert, ob es nicht doch Tim Wiese ist, der hier mitspielt. Nee, ich kann euch beruhigen, es ist der Dave, Freunde. Und ja, könnt ihr mal gerne kommentieren, was ihr von diesem Tor hier haltet. Aber wie gesagt, heute an diesem Tag haben wir uns nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. 76. Spielminute. Dodo springt hier am Ball vorbei. War eigentlich auch eine gut getretene Ecke. Und dann ein Diagonalpass vom Matsche auf den Jonas. So, und jetzt schauen wir mal hier auf den Jonas. Der macht das wunderbar. Geht ins 1:1. Jetzt muss er nur noch querspielen. Aber versucht es irgendwie in die lange Ecke. Hat leider nicht geklappt. Und es steht immer noch 1:1. So, dann wird der Ball hier auf unsere rechte Seite gespielt. Das müsste der Schäfer sein. Und der sieht den Dennis, spielt einen wunderbaren Pass.
Pass und der Dennis 1 gegen 1 gegen den Torhüter, aber schießt ihn hier an. Er kann ihn parieren und dann kommen wir zur letzten Szene des Spiels. Das hier ist der Dave aka Tim Wiese, tritt an, beim Freistoß schießt, knallt den Ball in die Mauer und dann in bester Memo-Manier, in bester Bomber-Manier kloppt er sich da rein und dann war das Spiel zu Ende. Der Schiedsrichter pfeift es jetzt ab. Ja, wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber es gibt ja noch weitere Vorbereitungsspiele, Freunde. Das Video ist zu Ende. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert uns für mehr und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Kreisliga. Ab geht's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.